Arkadien Poing ist unsere vierte Arkadien-Siedlung. Und das hat mal angefangen 2000 mit dem Gedanken, dass wir gesagt haben, wir wollen mehr machen, als eigentlich nur Wohnen zu vermitteln oder Wohnen zu verkaufen. Wir haben gesagt, wir wollen ein Heimatkonzept kreieren. Also wir wollen einen Ort schaffen, an dem oder von dem Menschen später sagen werden, dass sie nach Hause kommen, dass sie quasi nach Arkadien kommen. Konkret umgesetzt in Poing heißt es hier, dass wir einen Ort schaffen, der die Menschen auch zusammenbringen soll. Und das bedeutet hier, dass wir eben Gemeinschaftsplätze geschaffen haben und dass wir die Menschen auch dazu anregen wollen, dass die zusammenleben. So haben wir zum Beispiel, also das dann auch in Verbindung mit dieser Ökologie, es gibt Gemeinschaftsgärten, die sind unten bei dem Mehrfamilienhaus. Das ist quasi so ein bisschen an das Konzept Guerilla Gardening angelehnt. Es gibt Gärten, die können gemeinschaftlich genutzt werden von den Bewohnern. Also Anlass dieses Fests war eigentlich primär die Musterhauseröffnung, aber so der sekundäre Grund oder eigentlich so die unterschwellige Intention war, dass jetzt zum ersten Mal quasi diese künftigen Arkadier, wie sie sich wahrscheinlich auch relativ bald schon nennen werden, so kennen wir es zumindest aus den anderen Siedlungen, dass die tatsächlich sagen, wir sind Arkadier, dass die jetzt zusammenkommen und es wird quasi so eine Initialzündung für ihr gemeinschaftliches oder ihr nachbarschaftliches Leben dann sein für die Zukunft. Und unser Wunsch oder unser Anliegen wäre es, dass sie dann nächstes Jahr dieses Fest selber veranstalten und uns dazu einladen. Also als die Firma Strenger und Baustolz auf mich zugekommen ist mit der Bitte, dass wir eine Skulptur für diesen Platz schaffen, für die Arkadien, waren es zwei Dinge. Also auf der einen Seite war es eine Solarskulptur, also ein Ding, das mittels Sonnenenergie Elektrizität gewinnt, und auf der anderen Seite eine Skulptur. Wir hatten gedacht, der Platz ist nicht so groß, wir verbinden beide, das heißt also, wir haben eine Solarskulptur. Da kam natürlich dann die Frage, was ist eine Solarskulptur? Eigentlich gibt es sowas bis dato noch nicht. Und wir haben uns dann eigentlich inspirieren lassen, ja, von eigentlich aus der Pflanzenwelt, aus der Natur, dass man also wie eine Blume auch, die auch das Sonnenlicht über Photosynthese praktisch einfängt. Genauso auch die Blätter kanalisieren das Wasser praktisch, also in das Pflanzeninnere. Und dieser Idee sind wir eigentlich dann gefolgt, dass wir uns überlegt haben, gut, also wir wollen etwas, eine Fantasie, eine Abstraktion von einer natürlichen Pflanze da haben.